Die Jungs machen mir jetzt nicht den Eindruck, dass sie sich so sehr selbst unter Druck setzen. Ich meine, beide haben, glaube ich, so viele Qualitäten, dass sie es auch gar nicht machen müssen, außer der Druck, den sie vielleicht an sich selbst haben, im Sinne von, okay, ich will in jedem Spiel auch abliefern. Was ja auch gut ist, was man auch braucht. Dementsprechend sind das Jungs in dem jungen Alter, die schon den Unterschied ausmachen können, auch schon ausgemacht haben in ihren Vereinen und auch für uns extrem, extrem wichtig sind, auch für dieses Turnier. Und da gilt es, ja, für uns erfahrene Spieler einfach die optimalen Rahmenbedingungen zu schaffen für diese Jungs und vor allem auch auf dem Platz zu helfen, dass sie halt optimal performen können, weil das sind Game Changer, wie man sie auf Englisch gerne nennt. Und das sind die Spieler, die auch für uns bei dieser EM auch den Unterschied machen können. Ich glaube, dass ich auch in der offensiven Rolle auch eine gewisse Struktur in die Mannschaft bringen kann und auch irgendwo muss, gerade mit den zwei Zauberern neben mir, die vielleicht mit Ball alles können, aber dann auch vielleicht nicht so sehr vor allem gegen den Ball um sich herum schauen und wie sie sich zu positionieren haben. Also da gilt es schon so ein bisschen auch zu ordnen und wie gesagt, die richtigen Dinge auch den Jungs mit auf den Weg zu geben. Und dementsprechend finde ich da schon, dass das eine sehr wichtige Aufgabe ist, zusätzlich zu dem, dass ich natürlich auch mitspielen will, ne, mit den Jungs. Also es macht natürlich unfassbar viel Spaß, auch mit den Jungs zu kicken. Und ich möchte einfach, dass sie sich darauf verlassen können, dass ich da bin zur Unterstützung, egal was auf dem Platz passiert, so dass sie einfach frei und sicher agieren können.